Ich will in diesem kurzen Lightroom-Film eine Frage beantworten, die mich heute per E-Mail erreicht hat. Und zwar lautete die Frage: Wie kann ich in Lightroom nur nach virtuellen Kopien suchen? Ich will Ihnen verschiedene Denkansätze kurz zeigen, einen offiziellen Weg von Adobe so angedacht und ein paar andere Ideen, wie das gehen könnte. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie eigene Techniken haben, kein Problem, dann wenden Sie die an. Zuerst einmal wähle ich alle Bilder aus und erstelle mit Command-T eine virtuelle Kopie. Sie sehen das anhand von diesem Ecken hier. Cool ist, dass die Masterbilder jetzt deaktiviert werden und Sie jetzt zum Beispiel bereits mit einem Tastendruck entsprechend Vorgaben auf eben nur diese Kopien anwenden können. Das liebe ich immer wieder. Jetzt aber zurück zur Frage, wie können wir nur die virtuellen Kopien suchen? Das können wir zum Beispiel tun, indem wir die Filterleiste einblenden mit der Spitzenklammer oder im Ansichtmenü Filterleiste anzeigen, hier auf Attribut klicken und dann finden wir hier mit diesem mittleren Knopf die Möglichkeit, nur die virtuelle Kopie anzuzeigen. Um das Ganze vollständig zu machen, links wären dann nur die Masterbilder ohne die virtuellen Kopien. Rechts, das hat nichts mit virtuellen Kopien zu tun, das ist etwas lieblos eingebaut. Hierbei handelt es sich einfach um die Videofiles, die Sie filtern können. Gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu tun, weil ich filtere eigentlich selten nach virtuellen Kopien dort oben. Ich habe mir eine andere Methode angeeignet. Zuerst einmal eine andere Idee. Mein Favorit kommt dann am Schluss. Eine weitere Idee wäre, dass Sie zum Beispiel sagen, okay, wir gehen ins Metadatenmenü zum Farbmarkierungssatz und hier könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, alle roten Labels sind eine virtuelle Kopie. Ändern. Und jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, okay, wenn ich dann die virtuellen Kopien ausgewählt habe, sagen wir kurz so, dann kann ich durch Zuweisen der Taste 6 in diesem Fall ein rotes Label geben und dann wären das die virtuellen Kopien. So könnte ich jetzt eine Smart-Sammlung erstellen. Ich sage dem mal virtuelle Kopie. Und da kann ich jetzt sagen, die Beschriftungsfarbe entspricht rot. Und der Beschriftungstext entspricht der virtuellen Kopie. Ich sage da mindestens eine der Regeln trifft zu, weil das Praktische ist, manchmal ist es so, dass unter Metadaten Farbmarkierungssatz bearbeiten, dass Sie hier einen anderen Standard sich holen. Ein Standard, in dem das Ganze nicht drin ist. Hier keine virtuelle Kopie mehr drin ist. Und in diesem Fall ist es so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich suche nur nach der Farbe, dann kann es durchaus sein, dass ich die Bilder unter Umständen nicht mehr finde, weil hier entsprechend die Farbe fehlt. Das kann vor allem dann problembehaftet sein, wenn Sie zu einer anderen Lightroom-Instanz wechseln, also zu einer anderen Installation auf einem anderen Computer. In diesem Fall weiß es das noch, weil der Beschriftungstext nach wie vor vorhanden ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel zurückgehe auf die Beschriftungsfarbe und sage Rot, speichern, dann sehen Sie, dass Lightroom die nicht mehr findet, weil der Farbmarkierungssatz nicht mehr mit dem übereinstimmt, das ich mal erstellt hatte. Wenn ich jetzt wieder virtuelle Kopie hier reinschreibe, dann würde es das wieder finden, weil in diesem Fall rot wieder mit dem Beschriftungstext übereinstimmt. Mein Tipp also, suchen Sie eher nach dem Beschriftungstext. Der bleibt nämlich als Metadaten eher erhalten als nur nach der Farbe oder noch besser, suchen Sie nach beidem. Gut, dann eine andere Lösung, die natürlich auch ganz nett sein kann, ist, Sie gehen hin, ich filtere jetzt hier, damit es ein bisschen einfacher geht, nochmals nach den
virtuellen Kopien und sagen zum Beispiel mit Stichwörtern, dass das entsprechend virtuelle Kopien sind. Also Sie könnten hingehen und sagen, okay, ich suche, also ich erstelle, nicht hier, hier ein neues Set, das heißt meinetwegen virtuelle Kopie und suchen anschließend nach dem Stichwort virtuelle Kopie. Sie sehen, ich habe das jetzt hier, die virtuelle Kopie, angewendet 7 Bilder und wenn wir entsprechend eine Smart-Sammlung uns erstellen, ich gehe da mal kurz raus, einfach der Vollständigkeit halber, Sammlung, Smart-Sammlung erstellen, ich sage da nur noch VK für die virtuelle Kopie, Sie suchen nach Stichwörtern, enthält virtuelle Kopie, dann hätten wir hier die Dinger gefunden. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich mache selber auch nicht so, weil dann müssen Sie halt auch manuell etwas tun. Und ich mag das nicht, wenn Sie manuell das Ganze taggen müssen, um danach zu suchen. Wie löse ich das Ganze? Ich zeige es Ihnen. Zuerst einmal nehme ich hier alle Labels weg. Die nerven mich. Ich blende den Filter aus. Ich lösche das Keyword virtuelle Kopie, um Ihnen zu zeigen, dass ich nicht schummle und fange jetzt hier wieder bei Null an. Was ich mache, ich erstelle mir eine Smart-Sammlung, in der geschrieben steht Name der Kopie. Weil das Problem ist, sofern ich weiß, können Sie in den Smart-Sammlungen hier nicht nach virtuellen Kopien suchen. Ich hätte gehofft, zum Beispiel beim Dateityp die virtuelle Kopie zu finden. Dem ist aber nicht so, also suche ich entsprechend nach Name der Kopie. Und da sage ich jetzt einfach, Name der Kopie ist nicht leer, weil das ist er nie leer. Wenn Sie eine virtuelle Kopie erstellen, dann benennt Lightroom die Kopie in der Regel einfach mit Kopie 1, wie Sie hier sehen, Kopie 1. Und selbst wenn der nicht Kopie heißt, sondern irgendwas anderes, sofern dieses Feld nicht leer ist, und das ist es nicht, wenn Sie es nicht löschen, dann findet Lightroom automatisch die virtuellen Kopien. Und das Coole daran ist jetzt, Sie könnten jetzt zum Beispiel noch so weit gehen, dass Sie die Sammlung eingrenzen und zum Beispiel sagen, ich suche nur in einem bestimmten Ordner und der Ordner enthält den Namen zum Beispiel Current Work, wie ich es bei mir habe. Und wenn ich jetzt noch weitere, da müsste ich jetzt allerdings sagen jeder, wenn ich jetzt noch weitere Ordner hätte, dann würde diese Sammlung nur innerhalb dieses Ordners nach virtuellen Kopien suchen. Und das macht mir dann im Prinzip das Filtern nach virtuellen Kopien wesentlich effizienter, als wenn ich zuerst im Ordner den Ordner anklicken muss, in dem ich suchen will oder hier alle Fotos anzeigen will, hier auf Attribut gehen muss und dort nach virtuellen Kopien filtern muss. Ich habe hier eine permanente, intelligente Sammlung, die alles auflistet, sobald wieder eine virtuelle Kopie dazukommt, sofern das Metadatenfeld Kopiename nicht leer ist. Voilà, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ein paar Gedanken, wie das möglich wäre. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meierle.